Hi, ich bin Anne. Und ich bin Philipp. Und gemeinsam waren wir wieder auf unseren Rädern unterwegs. Nachdem wir auf unserer letzten Radreise die Nordseeküste kennengelernt hatten, wollten wir dieses Mal mit dem Fahrrad die Ostsee erkunden. Von Ilmenau aus starten wir in Richtung der Universitätsstadt Greifswald, die wir über die Stationen Leipzig und Grünheide innerhalb einer Woche erreichen wollen. Danach soll die Reise entlang der Ostseeküste weitergehen und über Stralsund und Lübeck wieder bis nach Hamburg führen. Bei unserer Planung merken wir schnell, dass wir auf unserer Route kaum auf touristische Radfernwege treffen würden. Um eine Fahrt auf Bundes- und Landstraßen so gut wie möglich zu vermeiden, entscheiden wir uns, Feld-, Wald- und Wanderwege als Alternative zu suchen. Schließlich haben wir mittlerweile im Thüringer Wald einige St. Gravel-Biking-Erfahrungen sammeln können. Angekommen am Meer, wollen wir auch nicht streng dem Ostseeküstenradweg folgen, um so nah wie möglich am Wasser zu bleiben. Diese Entscheidung sollte unsere Tour sowohl anstrengender machen, als nötig gewesen wäre, uns aber auch in einige abenteuerliche Situationen verwickeln. Begleitet uns auf unserer sommerlichen und abwechslungsreichen Radreise auf etwas unkonventioneller Strecke von der grünen Mitte Deutschlands bis an die faszinierende Ostseeküste und noch weiter, mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen. Ich liebe die Ostsee einfach. Ich finde es da wirklich wunderschön. Bin als Kind sehr oft dort gewesen, im Urlaub zum Segeln. Hab dort meine Großeltern besucht, hab dort Praktikum gemacht den ganzen Sommer und viel Zeit verbracht. Das ist für mich wirklich so ein kleines Stück Heimat dort. Ich bin natürlich schon oft mit dem Auto an die Ostsee gefahren, mit dem Zug, mit dem Fernbus. Einmal sogar mit einem alten, klapprigen, angemalten VW-Bus. Bis nach oben an die Ostsee gefahren, aber noch nie mit dem Fahrrad. Und deswegen wollte ich das unbedingt mal probieren. Und diesen Sommer dachte ich, jetzt ist es soweit. Ja, eigentlich war es nicht meine Idee. Anne wollte unbedingt an die Ostsee fahren. Dass wir dann noch weiter gefahren sind, war eher so meine Idee. Die Strecke dann an der Ostseeküste entlang bis Hamburg. Ich war ebenfalls schon oft an der Ostsee und fand es einfach spannend, mal mit dem Rad dorthin zu fahren, wo ich sonst eigentlich eher Urlaub gemacht habe. Warum mit dem Fahrrad? Tja, weil wir einfach gerne mit dem Fahrrad fahren. Ja, ich habe mich einfach gefreut auf die Strecke und darauf, dann mal vielleicht nicht so hügeliges Land zu haben, sondern ein bisschen freiere Strecke, weitere Blicke vielleicht und ja, habe mich auch darauf gefreut, Deutschland ein bisschen besser kennenzulernen, auch Orte kennenzulernen, die ich noch nicht so gesehen hatte. Ganz besonders auch natürlich mich auf die Ostsee gefreut, auf das Meer und darauf direkt am Wasser lang zu fahren. Blick auf das Wetter sind wir natürlich davon ausgegangen, dass dieses sehr viel besser wird als auf unserer letzten Radreise. Wir sind aber auch davon ausgegangen, dass es extrem heiß werden könnte und dass wir es vielleicht auch mit Unwetter zu tun haben werden. Es war auf jeden Fall eine Reise, die wir beide so schnell nicht vergessen werden. Heute ist der Tag, auf den wir gewartet haben. Heute geht unsere Radreise los. Obwohl wir gestern schon den ganzen Tag zur Vorbereitung eingeplant hatten, gibt es doch noch viele Handgriffe zu tun. Es ist wirklich verrückt, an wie viel man denken muss. 9.30 Uhr schaffen wir es endlich, auf die Räder zu steigen und uns auf den Ilmtalradweg zu schwingen. Die Sonne scheint und an der Ilm fährt es sich so toll wie immer. So viele Male sind wir hier schon entlang geradelt, dass es sich im Moment für uns noch gar nicht nach dem Beginn einer Radreise anfühlt.
Willkommen zum Tag 1 von unserem Radreisevideo an die Ostsee. Wir sind wieder unterwegs mit dem Fahrrad über mehrere Tage und diesmal haben wir auch unser Zelt dabei. Also zwar jetzt noch nicht, das werden wir uns erst morgen dann in Leipzig abholen. Wir dachten, wir sparen einfach ein paar Kräfte zu den zwei schwierigsten Etappen und nehmen es dann einfach später mit. Genau, wir werden nämlich auf dem Weg von Ilmenau an die Ostsee und bis nach Hamburg, bestenfalls, wenn wir das schaffen, auch ganz viel Familie besuchen. Und in Leipzig wohnen meine Eltern und da haben wir noch ein bisschen Ausrüstung deponiert, die wir uns dann, wenn wir morgen dort ankommen, abholen können und unsere Fahrräder vollständig bepacken werden. Denn heute stand erstmal die Tour an mit den meisten Höhenmetern. Wir sind jetzt von Ilmenau aus gestartet, sind immer den Ilmtalradweg folgend jetzt bis hinter Weimar gefahren, sind jetzt noch ungefähr 27 Kilometer von unserem Zielpunkt Bad Sulza entfernt und dachten, ja, warum sparen wir uns nicht einfach ein bisschen Gepäck und geben das einfach erstmal in Leipzig ab und holen es uns dann dort. Ich denke, es war eine ganz gute Idee, denn hier hat man doch einige steile Aufstiege zu bewältigen. Vor allem dann bis zu unserem Zielpunkt dann nochmal hoch zur Jugendherberge in Bad Sulza. Da fahren wir hin, weil ich da mein Zivi gemacht habe und wir wollten einfach mal schauen, wie es da mittlerweile aussieht. Es wird bestimmt ganz interessant. Morgen geht es dann weiter bis nach Leipzig. Heute sind wir schon durch Bad Berka und wie gesagt Weimar gefahren. Bei herrlichem Wetter, etwas zu warm. Da müssen wir uns erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, an das heiße Wetter. Und daran, dass wir auch mehr trinken müssen und uns öfter eincremen müssen. Ja, aber ich denke mal, der Start in unseren Urlaub ist auf jeden Fall gelungen. Ja, bis jetzt schon. Genau, wir sind gespannt, wie es wird vom Thüringer Wald bis an die Küste. Ist ja auch mal was anderes. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß, dann lassen wir noch beim Schauen. Der Ilmtalradweg schlängelt sich durch die hügelige Thüringer Landschaft, vorbei an niedlichen kleinen Ortschaften und über viele Brücken. Auf der Zielgeraden in Richtung des Kurortes Bad Sulza genießen wir die Natur und treffen sogar am Wegesrand auf einen unerwarteten tierischen Bewohner. Im Kurort Bad Sulza angekommen, müssen wir noch eine sehr steile, aber zum Glück nicht besonders lange Wegpassage zur Jugendherberge hochstrampeln. Das Gebäude befindet sich im Ortsteil Bergsulza, der seinen Namen alle Ehre macht. Wir kommen noch einmal ordentlich ins Schwitzen, haben aber dann das Ziel unserer ersten Etappe erreicht. Ja. Ja, der erste Tag ist geschafft. Wir sind jetzt gerade im Wald hinter der Jugendherberge. Wir geistern hier ein bisschen herum. Auch hier ein bisschen alles nostalgisch für mich, weil ich das auch noch von früher alles kenne, weil das auch teilweise mein Arbeitsweg war vom Bahnhof aus. Und ja, Anne, wie findest du es hier? Ja, ist ganz schön. Ganz schön grün und beruhigend. Ja, und die Jugendherberge selbst hat sich auch sehr gemacht. Sieht mittlerweile sehr schön aus. Haben auch unser Zimmer bekommen, hat alles geklappt, ja. Sind sehr happy. Und als wir ankamen, hatten wir erstmal keins, aber dann wurde noch extra eins für uns. Wurde extra eins bezogen, obwohl wir ja angemeldet waren. Aber gut. Ja, und hier sind Gräber mitten im Wald der teils ehemaligen Bewohner des Schlosses, wo heute eben die Jugendherberge drin ist. Stehen hier tatsächlich immer noch. War früher Anlaufpunkt für diverse Nachtwanderungen. Heutzutage findet das wahrscheinlich aus Pietätsgründen nicht mehr statt. Ja, und jetzt werden wir uns dann, glaube ich, langsam auch ins Bett machen und dann schon mal den nächsten Tag einläuten, oder? Ja, gut. Ich bin ins Schlaf gekommen. Ja, na dann.
Nach einem reichhaltigen Frühstück im ehemaligen Schloss Bad Sulza schwingen wir uns gut gelaunt wieder auf die Fahrräder, um unseren Weg nach Leipzig anzutreten. Den Ilmtal-Radweg bei Großheringen hinter uns zurücklassend, trauen wir uns auf eine kleine Offroad-Gravel-Strecke, die uns ordentlich bergauf führt. Belohnt werden wir dafür aber mit herrlichen Ausblicken auf das Saaletal und die Burg Saaleck. Mitten im Stadtpark von Kurort Bad Kösen. Kommt so viel raus, kann man nicht verschwenden. Ja. Kommt auch ein bisschen früh, weil wir gerade erst losgefahren sind eigentlich, aber naja, nichtsdestotrotz. Besser als nichts. Besser als nichts. Hallo von Tag 2. Wir fahren gerade durch das Weinbaugebiet. An der Saale sind gerade durch Bad Kösen gefahren und jetzt geht's weiter Richtung Naumburg. Wieder bei toller Sonne und sehr warmem Wetter. Ja, etwas zu warm wieder für meinen Geschmack. Vielleicht auch für deinen. Ja. Genau. Das Ziel ist heute Leipzig. Mit der zweiten Etappe haben jetzt eigentlich die meisten Höhenmeter hinter uns gebracht. Jetzt geht's durch flache Saaletal. Und bei Weißenfels werden wir abbiegen und den Saale-Elster-Radweg bis Leipzig fahren. Wir werden dort dann noch den Karl-Heine-Kanal fahren unter anderem. Ja, und schauen uns dann noch ein paar schöne Sehenswürdigkeiten unserer Heimatstadt an. Ja, hinter uns ist, wie gesagt, gerade das berühmte Saale-Unstrut-Zeichen. Hat ein bisschen was Hollywood-mäßiges jedes Mal, wenn man hier vorbeifährt. Ja, auf jeden Fall sehr schöner Weg. Der Saale-Radweg hat ja so seine Schwächen auf jeden Fall. Auch direkt bei Bad Kösen, da sind wir heute mal ein bisschen anders gefahren, als es eigentlich gedacht ist. War auf jeden Fall aber auch schön, so die erste Gravel-Einheit der heutigen Tour. Und jetzt schauen wir mal, ob wir heute gesund und munter nach Leipzig kommen, nachdem ich gestern von irgendeinem Insektenvieh befallen wurde, das mir in den Hals gebissen hat. Ansonsten, unsere Nacht war heute sehr gut in der Jugendherberge. Konnten noch mal mit den Herbergsvater ein bisschen quatschen, was auch sehr schön war. Und ja, freuen uns, dass das alles so gut geklappt hat. Und das Ziel für heute Abend ist also Leipzig, der Garten meiner Eltern, wo wir wahrscheinlich das Zelt aufschlagen werden. Und ja, da freuen wir uns dann jetzt auf die Hühner und auf die Katzen. Ja, das ist ein rein Tierpark dort. Nun gut, dann radeln wir mal weiter. Wieder auf das Rad. Ja. Und bis später. Bis später. Nun begeben wir uns auf den Saale-Radweg, der hier im Gebiet der Weinberge tolles Radelvergnügen bietet. Hier begegnen wir vielen Menschen, die in Urlaubsstimmung auf dem Rad oder zu Fuß das Saaletal genießen. Gerade in Weißenfels ein. Noch sehr schöne Strecke hier, aber Weißenfels ist dafür bekannt, dass eine 50-50 Chance besteht, dass man irgendwo eine Umleitung fahren muss. Ja, na gut, wir schauen einfach mal. Danach fahren wir vom Saaler Radweg runter, was ganz gut ist, weil das Stück danach wirklich von Umleitung geprägt ist bis Halle. Und wir fahren aber nach Leipzig, was heute unser Glück ist. Ja, eigentlich geht's da lang. Es ist wie immer eine Umleitung hier am Start. Aber sie scheinen ja den Radweg neu auszubauen. Dauert jetzt zwar auch schon so 2-3 Jahre, aber vielleicht wird's ja mal schön. Gut.
So, da drüben ist die Sperrung. Es gab natürlich keine Umleitungsschilder. Dafür gibt es diese Umleitungsschilder für Fußgehende. Und die sollen anscheinend hier übers Geländer in die Saale reinspringen, um weiterzukommen. Nachdem wir Weißenfels erfolgreich mit nur einer kleinen Umleitung durchquert haben, verlassen wir den Lauf der Saale und begeben uns auf den Elster-Saale-Radweg. Hier zieht eine etwas gleichförmigere Landschaft mit vielen Feldern an uns vorbei. In der Ortschaft Lützen stoßen wir auf eine verbesserungswürdige Passage des ansonsten gut ausgebauten Elster-Saale-Radwegs. Ein ziemlich unangenehm zu befahrendes, wohl historisch wertvolles Kopfsteinpflaster. Wenig später genießen wir wieder eine glatte Fahrbahn. Auf einen Bahntrassenradweg, der an die ehemalige Eisenbahnverbindung von Leipzig-Plagwitz nach Lützen erinnert. Wir sind in Leipzig angekommen. Der Kulkwitzer See begrüßt uns mit einem tollen Blick auf sein klares Wasser. Mit dem Wissen, dass wir nach einem langen und sonnigen Fahrradtag bald unser Ziel erreicht haben werden, fahren wir in unsere Heimatstadt hinein. Leipzig hat sehr breite Radwege und hier sind wir gerade am Bergbau Technikpark. Nein, wir sitzen im Auto. Anne fährt. Also das ist eine Bewandtnis. Wir sitzen im Auto und ich laufe dem Fahrrad. Wir haben bei unserer letzten schönen Kameraeinstellung unser Stativ dort quasi liegen gelassen. Unabsichtlich natürlich. Wir hoffen, dass es dort jetzt noch liegt und wollen es da jetzt abholen und dachten, mit dem Auto sind wir jetzt vielleicht schneller. Wäre natürlich klasse, wenn wir es noch finden könnten. Und jetzt müssen wir aber dort erstmal hinfahren und einmal auf die andere Seite von Leipzig. Spricht natürlich jetzt etwas gegen unsere Werte, jetzt hier gerade im Auto zu sitzen, aber da müssen wir jetzt mal den sauren Apfel beißen. Bei der Hitze wäre ich jetzt ungern nochmal zurückgefahren. Wir haben auch jetzt nicht unendlich viel Zeit. Ja, wir wollen ja morgen dann in aller Frühe gleich weiter. Naja. Dann erstmal hoffen wir, dass wir das Stativ finden werden. Nachdem wir leider doch nicht unser Kamerastativ gefunden haben, naja, müssen wir erstmal ohne auskommen. Das soll uns jetzt erstmal die Schichtung mal vermiesen. Ich pflücke uns ein bisschen Salat fürs Abendbrot mit Blüten und Lauchzwiebeln und ganz viel Rucola. Und dann gibt es heute Abend nämlich Pizza und Salat. Und das aus dem eigenen Kombi. Aus dem eigenen Garten der Eltern. Frischer geht's nicht. Frischer geht's wirklich nicht. Hier ist sowieso alles sehr frisch. Unter anderem kann man sich hier schon die ersten Kirschen vom Baum nehmen. Gleich daneben haben wir ganz viele reife Erdbeeren. Und nebenan haben wir diejenigen, die das Frühstück produzieren. Zumindest ein Teil des Frühstücks. Ob wir das Zelt heute noch aufstellen oder nicht, das werden wir uns überlegen. Aber ist ja egal, ist ja trotzdem schön.
wir sind auf jeden Fall erstmal da, kriegen jetzt was Leckeres zu essen gleich und können dann morgen so richtig in die Radreise starten. Meine Erwartungen an der Tour waren, dass wir durch ziemlich viel verlassenes Gebiet fahren werden. Von uns aus gesehen natürlich eher unproblematisch bis Leipzig, danach ziemlich neues Terrain für uns. Wir sind davon ausgegangen, dass wir sehr viele Waldwege fahren werden. Wir wussten aber nicht, in welchen Zuständen die sich teilweise befinden. Ein stärkendes Frühstück mit Eiern von eigenen Hühnern später beginnen wir unsere Fahrräder zu beladen. Heilfroh, dass wir nun endlich richtig in die Radreise starten würden, verabschieden wir uns an diesem warmen Sommermorgen von Annes Eltern in die nächste Etappe in Richtung Berlin. Die Strecke von Portitz nach Bad Düben führt uns vor allem über Landstraßen und entlang reifer Kornfelder. Wenig Schatten ist uns hier vergönnt an diesem heißen Vormittag. Ich schreibe gerade eine Liste mit allen Dingen, die man braucht, wenn man auf eine Radreise fährt. Die Liste endet nicht, doch hier endet sie, aber sie ist unendlich lang. Und es ist unglaublich leicht, etwas von dieser Liste zu vergessen, wenn man die Liste nur im Kopf hat und nicht aufgeschrieben. Deswegen schreibe ich sie jetzt mal auf. Also unsere Tour ist ziemlich chaotisch losgegangen. Wir waren durchaus an einigen Stellen so weit, dass wir gedacht hatten, dass wir vielleicht die Tour abbrechen sollten, weil wir mental einfach nicht in diesem Radreisenmodus waren. Wir haben einige Sachen verloren auf dem Weg. Wir haben immer mal wieder Sachen vergessen, liegen lassen. Und mir ging es teilweise nicht so gut. Und da hatte man schon so irgendwie gedacht, ob es vielleicht so gut ist, jetzt weiter mit dem Rad zu fahren. Aber wir haben es dennoch durchgezogen. Den Kurort Bad Düben ohne viel Beachtung hinter uns lassend, stürzen wir uns in das bewaldete und damit kühlere Gebiet der Dübener Heide. Das nächste Örtchen trägt völlig zu Recht den Titel eines Kurortes, Bad Schmiedeberg. Im großzügigen Park stoßen wir zwei, durstig vom Radeln in der heißen Sonne, auf einen Brunnen mit salzhaltigem Heilwasser. Wir befinden uns hier im Kurort Bad Schmiedeberg in einem kleinen Pavillon und sind hier gerade vorbeigefahren und haben mit einem Freudenschrei feststellen dürfen, dass es hier Wasser gibt. Ich fange so an zu trinken, nehme mir so Wasser in die Hände und trinke und dachte so, boah, es ist salzig. Dieses Wasser, was hier aus dem Gestein kommt, ein stark fluoridhaltiges Natriumchloridsulfatwasser, was selbst für ein Heilwasser einen hohen Gehalt an gelösten Ionen, gelösten Stoffen hat. Es scheint sehr viele gute Wirkungen zu haben. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen was davon trinken, aber wir hoffen, dass wir auch noch normales Wasser finden. Das wäre schön. Wir entdecken mehrere Kneippbecken, Teiche, Springbrunnen und ein kleines, aber feines Gradierwerk, in dessen Nähe wir unglaublich angenehm kühle und salzige Luft schnappen können. Nie so einen Waldweg erlebt. Ja. Erste Fähre über die Elbe. Wir sind jetzt tatsächlich gerade ein kurzes Stück Elberadweg gefahren. Ansonsten fahren wir heute eigentlich querfeld ein durchs Gelände und schauen einfach mal, bis wohin wir heute kommen. Wir waren schon in Bad Schmiedeberg, das war ganz schön. Da haben wir mal unser Wasser aufgefüllt mit Naturheilwasser. Ich glaube, da hat Anne schon ein bisschen was drüber erzählt.
Ja, ansonsten ist es heute wieder sehr heiß und ich mal sehen, vielleicht fahren wir heute ein bisschen in der Abendstunde noch weiter, einfach um dann das noch ausnutzen zu können, dass es ein bisschen kühler ist. Morgen soll nicht so schön das Wetter werden und daher wäre es ganz gut, wenn wir schon ein bisschen was putzen heute. Ja, und jetzt fahren wir erstmal wieder fertig über die Elbe. Mal sehen. Irgendwo im Nichts. Wir fahren gerade wieder so eine richtig schön holprige Gravel-Strecke entlang von irgendwelchen Feldern. Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, ja. Es ist heiß. Es ist noch nicht mal um 4. Wir haben jetzt 85 Kilometer geschafft. Wir haben gerade überlegt, ob wir noch 65 bis zum übernächsten Campingplatz fahren. Das könnte man schaffen. Ist die Frage, ob wir es wollen, aber das werden wir einfach spontan schauen. Wenn nicht, werden wir um unser Lager auf dem Weg halt aufschlagen. Von der Elbe haben wir jetzt so gut wie gar nichts gesehen. Eigentlich nur das Stück, wo wir drüber gefahren sind. Aber heute ist eigentlich so Kilometer machen. Ja, gut. Noch ein isotonisches Getränk, selbst gemischt und dann geht's weiter. In den Wäldern der Glücksburger Heide leisten uns nur die Singvögel Gesellschaft. Zunächst empfinden wir diese einsame Atmosphäre als sehr beruhigend. Mit der Zeit kommen wir uns aber vor wie in einer Zeitschleife in einen einsamen Wald voller versandeter, schlecht zu befahrener Wege. Na, wie ist so der sandige Weg? Sandig. Naja. Werden wir bestimmt jetzt noch öfter haben, wenn wir dann vor allem an der Küste entlangfahren. So können wir uns eigentlich schon mal drauf einstellen, dran gewöhnen. Ja. Aber ja, das ist schon manchmal gruselig, wenn man dann so ins Schlackern kommt. Auf jeden Fall. Ja, da drüben darf man nicht rein. Da werden Kampfmittel vermutet oder so, was auch immer das heißen soll. Ja, wir fahren jetzt erstmal unseren Weg weiter. Hätten wir gewusst, dass der Weg so sandig wird, dann hätten wir ein bisschen Luft drunter gelassen. Ach ja, nach links. Was ist das denn jetzt? Aha, toller Radweg jedenfalls. Benutzungspflichtig. Ich bin Radweg einfach hier. Wann kommen wir endlich aus diesem Wald raus? Das ist einer dieser Wälder, an denen man immer an einer Autobahn entlang fährt und man sich fragt, wie der von innen aussieht. Der sieht genau so aus. Das kann nicht wahr sein. Wir müssten jetzt eigentlich hier links abbiegen, tatsächlich. Ja. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Wald. Wir haben es irgendwie durch den Wald geschafft. Jetzt ist hier auf einmal eine riesen Wiese mit seltsamen Klötzen. Mit irgendwelchen Teilen. Ja, wir wissen nicht, was es ist, aber andere wissen es bestimmt. Aber wir sind erstmal froh, das Tageslicht zu sehen. Und ich glaube, wir müssen jetzt nur da durch. Und dann haben wir diese Glücksburger Heide, wie sie sich nennt, gemeistert. Glücklich. Kann man jetzt nur eingeschränkt empfehlen. Ja, zumindest mit dem Fahrrad. Und hier ist auch einfach absolut kein Mensch. Also Ruhe hat man. Man hört nur ein paar crazy Vögel. Ja. Oh, das ist schon krass. Diese angelegten Wälder hier. Oh, jetzt hast du den Vogel da schon. Raus aus dem Wald, weiter geht's. Ja. Alter, jetzt kommt hier die geilste Fahrradstraße aller Zeiten. Ja. Kurz bevor wir es geschafft haben. What the hell? Genießen wir diese Fahrradstraße, solange sie es gibt. Oh yeah, from the sound. Es stellt sich heraus, dass wir auf dem Flemingsgate gelandet sind.
Das ist ein wunderbar ausgebautes, insgesamt 230 Kilometer langes Streckennetz, das extra für Inlineskater eine glatte Fahrbahn und tolle Kurven bereithält. Hier macht uns das Radeln so viel Spaß, dass wir unseren anvisierten Campingplatz links liegen lassen und einfach weiterfahren. Wasser nachfüllen auf dem Friedhof war jetzt für uns einfach eine gute Möglichkeit, weil wir gerade vorbeikamen. Darf man ja auch. Untergehenden Sonne stellen wir fest, dass wir nun heute schon über 130 Kilometer zurückgelegt haben. Von nun an mein Rekord. So, das ist unsere Bleibe für heute. Wir haben es geschafft. Nach etwa 140 Kilometern haben wir hier am Gottorsee ein Plätzchen gefunden, konnten uns noch im See ein bisschen frisch machen und haben jetzt schnell unser Zelt aufgebaut und werden uns da jetzt drin verstecken vor den Mücken. Wir hatten jetzt auf dem Weg auf diesen herrlichen Trassen für Inlineskater und Radfahrer ist auch so eine schöne Unterstellmöglichkeit gefunden, wo man sich jetzt auch gut hätte nur mit den Isomatten hinlegen können. Aber wir dachten, hier am See ist es auch ganz schön, außerdem können wir unseren Namen auch mal wieder gerecht werden und das Zelt mal wieder auspacken. Das war jetzt lang genug eingepackt. Ja, und jetzt freuen wir uns auf eine sehr ruhige Nacht hoffentlich hier an diesem süßen kleinen See. Gerade ist es total still. Jetzt sag ich gerade sehr still. Ja. Morgen. Guten Morgen, es ist 5 Uhr in etwa. Wir haben gerade unser Zelt zusammengepackt. Da hinten sind unsere Räder schon bepackt. Wir haben den Platz jetzt etwas sauberer hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben, so wie es sich gehört. Und jetzt starten wir den neuen Tag und fahren bis Grünheide bei Berlin zu Annes Bruder. Wir fahren jetzt erstmal los und auf dem Weg suchen wir uns dann irgendwo ein schönes Plätzchen zum Frühstücken. So weit ist heute der Weg nicht, so etwa 65 Kilometer. Und nachher, wenn wir dann bei meinem Bruder sind, können wir dann wieder ein paar Tiere bewundern. Ein paar Hühner und Häschen und Katzen. Und mal für einen Tag ein bisschen pausieren. Es soll heute Nachmittag auch regnen und gewittern, deswegen starten wir jetzt auch etwas früher und denken mal, dass wir das dann umgehen werden können. Gut, also dann, auf geht's.
Nach einer ruhigen Nacht am See landen wir wieder auf einer sandigen Waldstrecke. In Sperrenberg angekommen, stoßen wir zum Glück auf einen Supermarkt, wo wir uns für unser Frühstück am See ein paar Leckereien besorgen. Weiter fahren wir entlang des Nottekanals, der sich streckenweise als etwas verwildert herausstellt. Am Schloss Königs Wusterhausen. Es hat heute leider geschlossen. An allen Tagen der Woche hat es geöffnet, außer am Montag. Aber ein Ruhetag sei auch den Betreibern mal gegönnt. Dem Schloss. Den Schlossherren, den Schlossbediensteten. Und den König vor allem. Und vor allem dem König, dem das Ganze hier gehört. Königs Wusterhausen ist die Lieblingsresidenz des preußischen Königs Friedrich Wilhelm der Erste gewesen, der als Soldatenkönig bekannt ist, und der hat hier sehr gern residiert und seine Freizeitgestaltung ist hier nachgegangen. Es ist eine ehemalige Wasserburg, das sieht man auch noch daran, dass hier noch der ehemalige Kanal drumherum zu sehen ist. Ja, heute ist es ein Museum und insgesamt fällt auf jeden Fall auf, dass es nicht sehr prunkvoll ist, nicht sehr pompös und wahrscheinlich auch sehr passend zu dem König, der hier residiert hat, der ja auch eher als sparsam galt. Ja, aber ein schönes Schloss auf jeden Fall. Dem Dame-Radweg folgend, kommen wir nun der Hauptstadt immer näher. Hier führt uns die Strecke meist an einer Straße entlang und der Verkehr ist belebter als vorher. Dafür können wir uns aber über die Gesellschaft anderer Radtouristen freuen. Wenig später erreichen wir die kleine Ortschaft Grünheide, die von mehreren Seen und dem Löcknitzkanal umgeben ist. Hier sind wir für heute an unserem Ziel angekommen. Hallo, da sind wir wieder. Willkommen von Tag 5. Wir sind hier in Fangschleuse bei Grünheide. Das liegt östlich von Berlin. Hier im Garten meines Bruders haben wir direkt am Wasser an der Löcknitz unser Zelt aufgeschlagen und verbringen hier unseren Ruhetag. Genau, gestern hatten wir eine relativ kurze Tour, nachdem wir die 140 Kilometer abgerissen hatten am Tag vorher. Trotzdem war die Tour einigermaßen anstrengend gestern. Erst sind wir durch einen Wald gefahren, der wieder mit sehr sandigem Boden auf uns gewartet hatte und in den auch wieder Kampfmittel vermutet worden und so, dass man nicht irgendwelche Abkürzungen machen konnte zur nächsten Straße, die es sowieso nicht gab. Also wir waren wieder ein bisschen gefangen in so einem Wald und das hat ganz schön lange gedauert. Danach wurde es ein bisschen besser, sind da erst an so einem Kanal entlang gefahren, im Nottekanal. Danach wollten wir weiter an diesen Kanal fahren, das war dann schon mehr so dschungelähnlich und auch sehr sandig. Da sind wir auch sehr schlecht nur vorwärts gekommen. Danach sind wir aber dann hauptsächlich Radwege gefahren bis Königs Wusterhausen und dann ein ziemlich anstrengendes Stück nochmal bis Erkner rein und dann nach Grünheide.
sehr viel Autoverkehr. Wir sind da den Dame-Radweg gefahren, der eben die ganze Zeit an dieser Landstraße entlang führte. War jetzt nicht so wunderschön, aber gut, man kam dann wenigstens vorwärts. Genau, und jetzt sind wir hier bei Annes Bruder auf dem Gelände und vielleicht willst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was hier so abgeht. Wir haben uns dann also gestern hier mit meinem Bruder und meiner Schwester und noch ja, anderen Familienmitgliedern einfach mal wieder getroffen, wieder gesehen und haben auch ganz viele Tiere wieder gesehen und neu kennengelernt, die hier auf dem Gelände wohnen. Ja, mein Bruder hat nämlich so kleine Hühner und die haben auch gerade Küken, haben Junge. Es gibt auch ganz viele andere Vögel, die hier auf dem Gelände rumflattern und zwitschern. 8 kleine Häschen mit einer Hasenmama. Dann haben wir noch Katzen, einen Hund und 2 kleine Katzenbabys auch, die gerade mit der Flasche großgezogen werden, die wirklich noch winzig klein sind und in einem kleinen Käfig wohnen und alle 3 Stunden gefüttert werden müssen. Habe ich irgendein Tier vergessen? Nee, ich glaube, es ist auch schon genügend Gewusel. Aber wir haben hier ein sehr ruhiges Plätzchen für uns. Direkt am Kanal, haben unser Zelt dort aufgestellt, hatten eine sehr gute Nacht. Hier fliegt zwar alle 2 Minuten immer ein Flugzeug über uns hinweg, aber nachts zum Glück dann nicht mehr. Ja, ansonsten haben wir heute einfach den Tag genutzt, um uns auszuruhen, nochmal uns kulinarisch auch zu stärken und an den Fahrrädern noch die ein oder anderen Tweaks vorzunehmen. Wäsche haben wir gewaschen. Mal sehen, dann werden wir heute den Abend noch ausklingen lassen. Und ich glaube, du möchtest jetzt noch eine Runde Yoga machen. Ich denke schon, das wird unseren Fahrrad- und streckengeprobten Körpern jetzt mal gut tun, uns ein bisschen zu stretchen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt, oder? Ja. So schön sich ein Gravelbike auch fahren lässt, aber es geht doch irgendwann mal ganz schön auf den Nacken. Vielleicht wäre es mal jetzt nötig. Ja, in dem Sinne, wir melden uns dann morgen wieder auf den Weg nach Greifswald, unsere erste Etappe, und werden mal schauen, wo uns die hinführen wird. Ciao. Ciao.